Uli, ich wollte dich zum Reziprozitätsproblem befragen und ich bin schon immer froh, wenn ich das Wort Reziprozität überhaupt verletzungsfrei aussprechen kann. Was steckt denn da dahinter? Ja, spannende Sache. Reziprozität heißt ein Prinzip des sozialen Miteinanders, das auf Gegenseitigkeit beruht. Mhm. Also, wenn du mir etwas Gutes oder etwas Schlechtes tust, dann entsteht bei mir der Wunsch, es dir heimzuzahlen, im Guten oder auch im Schlechten. Ein Prinzip, das durch alle Kulturen auf der Welt gilt, für alle Kulturen auf der Welt gilt, und das so ist, so wie du mir, so ich dir. Und da ist auch eine Hoffnung dabei, so ich dir, hoffe ich dann, dass du mir das auch so tust. Mhm. Und warum ist das jetzt so stark? Weil es ist eine soziale Aufforderung, die dahinter steckt. Die Aufforderung heißt, das soziale Miteinander wird organisiert durch Geben und Nehmen. Und jemand, der nur nimmt und nicht gibt, wird schnell als Schmarotzer erkannt. Und das ist eben diese soziale Ebene, in die man nicht rutschen möchte. Und deswegen ist der Wunsch sehr stark, auch unbewusst sehr stark, etwas zurückgeben zu wollen. Und wie kann jetzt diese Reziprozität zum Beispiel in der Finanzberatung missbräuchlich genutzt werden? Ganz einfach. Alleine wenn ich dir sage, ich habe 2 Stunden mich hingesetzt und Ihre besondere Situation mal durchgerechnet, dann entsteht bei dir schon so ein Gefühl, der hat was für mich getan. Oder wenn ich sage, ich habe mir den ganzen Vormittag für Sie freigehalten, dann habe ich das Gefühl, ich wäre Ihnen etwas schuldig. Da muss ich unterschreiben. Und das genau ist das Gefühl, was dann entsteht. Okay. Also das habe ich jetzt gut verstanden, aber wie kann ich mich dagegen wehren? Wie werde ich das los? Wie komme ich da raus? Also einmal muss uns klar sein, dass der Verkäufer, der etwas für die Vorbereitung des Verkaufs tut, nichts für mich tut, sondern etwas für sich tut, nämlich seinen Job erfolgreich zu machen. Und zum Zweiten gibt es eine sehr nette Geschichte, die eine Leserin im Blog erzählt hat. Sie sagt, bevor ich mich schuldig fühle, weil er scheinbar für mich was getan hat, habe ich mir eine Reihe von kleinen Geschenken besorgt, die nicht viel kosten. Aber vor Beginn der Beratung gebe ich ihm dann dieses Geschenk und dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht in diesem Dilemma gefangen und ich kann jetzt dann so entscheiden, wie es mir tatsächlich gefällt. Ja, ist viel billiger, spart eine Menge Geld. Das ist wohl wahr, ja. Dankeschön.